Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Und damit herzlich willkommen bei Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Die quatschen sich ja gleich los. Oder? Ich weiß es nicht. Hm? Kann ich noch was sagen? Ja, hallo, ne? Tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters... Rose is my wife, and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. Was? I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Mikrofon hat gequetscht, ich entschuldige mich. Okay. Chloe. I'm right here. Good. I need you. Okay. Ja, also jetzt kann ich nochmal in Ruhe sagen, ja, hallo und herzlich willkommen bei Life is Strange Before the Storm. Wenn nicht im Fernglas zu Halle drücken, ist es um dich, okay. Mitmachen. Okay, dann werden wir mal, ja, mit Rachel einen Blick in die Vergangenheit werfen, würde ich sagen, ne? Ja, das ist die letzte Episode von Life is Strange Before the Storm. Ich habe ein bisschen Angst, weil letzte Episode bedeutet auch, es ist die letzte Episode. Das heißt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber nach dieser, also nicht nach dieser Folge, sondern nach dieser Episode, ist dann Schluss. Und guck mal, dieses Mitmachen wird ziemlich lustig gerendert. Chloe wird vor allem anderen gerendert, also vor so Text. Aber Rachel nicht, Das sieht ziemlich lustig aus, wenn man dann sowas macht. So. Yay. So. So ist noch cooler. So, guck mal. Okay, ja, ich entschuldige mich. Ich muss wieder solche Dinge suchen und finden. Das. Ihr kennt mich. Ah, Hilfe. So, okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal durch. Also, ne, hallo und jetzt gucken wir mal in die Vergangenheit. Go. Ja. Oh.
Okay. Wir haben nur eine Sache. Okay. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Okay. Das ist die Umwerbung? Okay, also wir tun anscheinend jetzt nach und nach. Okay. She was so alive. So passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Okay. Okay, for escape. Okay. Wollte nicht mehr. Okay. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Der Absturz, okay. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything, even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Oh. Okay, hat er sie jetzt verlassen? What you saw at the Overlook, Rachel? It was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her. And I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given greatest gift in the world. The chance to be your mother.
she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Okay, also ein paar Dinge werden jetzt auf jeden Fall deutlicher. Am Anfang haben wir ja gedacht, vielleicht ist es wirklich eigentlich im Endeffekt seine Frau und trifft sich nicht mit ihr wegen seinem Status und so weiter. Aber es ist wirklich nicht der Fall. Es ist wirklich einfach nur... Es erklärt viele Dinge jetzt auf eine andere Art und Weise, die ich so nicht gesehen habe, muss ich sagen. So, ich frage mal, warum nicht. Ne, wir sind mal höflich. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Hat sie davon gewusst? Vermutlich. Okay. Eine Gruppen-SMS. I can't leave Rachel to deal with this alone. Können wir auch nicht, aber erstmal, wir haben eine Gruppen-SMS. Und wir sind ein hipper Team. Wir müssen jetzt erstmal gleich. Ach du meine. Okay. Wo waren wir eigentlich das letzte Mal stehen geblieben? Hatten wir das noch gelesen? Warte. Das lyrischste Lude der Stadt hatten wir. Ja, das hatten wir auch. Okay, also das Ding. Seite 20 ist neu, ne? Okay. Wir gucken aber erstmal kurz hier Gruppen-SMS. Okay, wer ist alles in der Gruppe? Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Herzchen, Herzchen. No. Yeah, Chloe, du warst großartig Süße. Oh, Süße. Okay. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Ah, du warst umwerfend. Ich gebe sogar zu, dass Mr. Keaton ein wenig enttäuscht gewirkt hat, als ich aufgetaucht bin. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Yeah, das wird wohl nix. So, Sarah. Ja, wer will, ne? Der muss sich das dann selber durchlesen. So, erstmal hier. Max. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Embers sei, wie normal sie sind. Sie wirken wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er. Und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung im Kühlschrank, aber nur weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und rauszukommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach da sitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte, sie abzulenken und sie an unser Ziel zu erinnern. Es hatte fast geklappt.
Dann dreht Rachel durch. Ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählt ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hat. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter ist gleich nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter gleich Parkknutscherei. Ich gleich umgehauen. Chloe, die schrullige und doch liebenswerte. Schön. Okay, schrullig und doch. Warum ist hier ein Lageplan? Ist das von dem Haus? Das ist von dem Haus. Warum hat Chloe eine Blaupause vom Embers Haus hier in ihrem Büchlein? Tagebüchlein. Ja, so Zeitungen, die hatten wir uns, glaube ich, schon gesehen, ne? Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Stimmt, die Sachen ändern sich ja jetzt, weil wir nochmal andere Dinge haben. Da wird sie jetzt sicher auch was sagen, weil da haben wir das letzte Mal, in der Akte hatten wir das letzte Mal, das weiß ich noch, die Sarah gesehen gehabt. Sagt sie jetzt was dazu? Whoa. Ja. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Okay. Ich frage mich immer noch, warum ist der eine hier eingekreist? Der Sheldon Pike. Ist der tot? Wurde der gefasst? Warum ist der eingekreist? Okay. Wir gucken nochmal Urlaubsfoto. I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. Ja, wie sollte er? Im Endeffekt, wenn du trotzdem überlegst, Rachel ist jetzt also so nach 1-2 Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Haben sie sich ja dann, Chloe ist ja glaube ich 16, ich weiß es gar nicht, ich glaube die ist 16. Das heißt, nach 1-2 Jahren ist der Vater weggegangen. Hätte ich jetzt mal so spontan geschätzt. Das heißt trotzdem, eigentlich ihr Leben lang hat sie mit dieser Mutter verbracht. Und ich muss ehrlich sagen, es ist, auch wenn es nicht die wahre Mutter ist, man hat sie all die Jahre deswegen nicht anders geliebt. Sag ich mal. Ich verstehe manchmal die Aussagen nicht. Ich meine, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen oder so. Vielleicht ist es so. Keine Ahnung. Nur ich denke mir so, wenn du dein ganzes Leben mit einer Person verbracht hast, dann sollte sich das jetzt nicht von heute auf morgen ändern, wenn du lernst, keine Ahnung, bist adoptiert oder sonst was. Es sind immer noch deine Eltern. So sehe ich das. Vor allem 15 Jahre lang sind schon eine ganz schön lange Zeit. Vor allem, wenn es irgendwie mit 15 passiert, okay, aber wenn es mit 2 Jahren passiert, ich weiß nicht. So, wir gucken erstmal hier. The Tempest Show feels so far away now. Ja, gefühlt 2 Monate. This is so painful to look at. Golf verkaufte Bacon. Wie das mal? Achso. Nordface, Smallshots, wir möchten einen Browser-Chronik. Wie benutzt man Incognito-Tab? 40 plus gesunder Lebensstil. The Beacon. Cadia Bay Goldverkauf. Ja. Okay. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Ja, nach dem, was der Vater erzählte, kann ich sie mir auch hier nirgendwo vorstellen. Kann ich hier vorne eigentlich noch irgendwas machen? So die Pflanze gießen oder so? Nicht, dass die vertrocknet. Wie in Life is Strange. Okay. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Es kommt, er hat nicht erzählt, was er vielleicht Rachel angetan hat, weil er hat ja gesagt, er dachte, dass Sarah Rachel nie verletzen würde oder ihr was antun würde. Er meinte ja dann, er lag falsch. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein. Und was, wissen wir nicht. Wir können mal mit ihm reden, vielleicht sagt er uns noch was. I wonder what James is thinking right now. Ja, fragen wir mal. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused.
Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Versuchen Sie es mit der Wahrheit, was... Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, diese Versuchen Sie es mit der Wahrheit. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ich kann den Vater sogar verstehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt alleine bin oder... Sie haben anscheinend noch sauber gemacht. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Nein, nur die Glasplatte. Entschuldigung. Nee, aber ich kann es echt verstehen, so ein bisschen so, dass der Vater es nicht unbedingt will, wenn halt, wie gesagt, wir wissen nicht die ganze Geschichte. Er hat jetzt wenigstens ein bisschen erzählt, also, dass er halt Drogendealer und was weiß ich nicht alles ins Haus gebracht hat. Und Drogenabhängige hat er, glaube ich, auch gesagt. Ja, wir gehen gleich. Die kann auch 5 Minuten warten. Ich verstehe es. Ich verstehe den Vater eigentlich echt gut, dass du jemanden da raushalten willst. Okay. Ich dachte, jetzt kommt was Tolles oder so. Kann ich das wieder rückgängig machen, was ich angemalt habe eigentlich? I can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Ja. Das ist so die Sache. Vater war für uns vorher ein Arschloch und jetzt ist er eigentlich... I can't even imagine how she must be feeling. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Eine Türloch. Das machen wir. Wir sind mal ein bisschen nett und helfen mal. Wir schleimen uns ein bisschen ein. Ne? Hey. Cool graphic. Rachel was really getting rid of this. Dann nehmen wir es mit. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Na. Okay. Wir haben, was wir wollten. Nun nehmen wir einen Besen. Wir haben einen Besen. Jetzt können wir hier mal richtig eins auswischen. Nein. Were you able to find the broom? Okay, schade. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this,
It's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah hat das Geld vorgezogen, James hat gelogen. Ich hätte jetzt mal gesagt, sie hat das Geld vorgezogen, weil ich kann seine Lüge die Zeit verstehen. Sarah shouldn't have taken money overseeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. Ah, verdammt. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Ja, das letzte Ding haben wir jetzt. Wir hätten sagen müssen, James hat gelogen, glaube ich. Weil sie ist natürlich glücklich, dass sie die Mutter sein konnte die ganze Zeit. Das war so ein bisschen, nee. Nee, aber Chloe ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so. Ich meine, klar, so ein Kuss ist schon doof, aber sie hat schon recht. Nach 13 Jahren Ehe und dass er sie wirklich deswegen verlassen hat. Und na gut, aber trotzdem, ein Kuss ist ein Kuss. It's so weird to look at this now. Okay. The more things you learn to like, the happier you will be. Das haben wir schon das letzte Mal gesagt, ne? Gut, dann würde ich sagen, können wir nochmal Kreuzworträtsel irgendwie machen hier? Nö, das haben wir das letzte Mal schön gecrossed. Okay. Gehen wir nach oben. Ich habe nicht richtig Lust, aber wir gehen mal nach oben. Oh, ein Ladebalken. Also nicht Balken, aber egal. Rachel? Die Hölle ist leer. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Notfallkoffer? Anneagramm? Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Okay. Der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Okay. We were so close to making our break last night.
Now, I don't know. Above all, remember you are the loved. Yin and badass Yang of Rachel Amber. Before all else, be armed. Okay. Pinwand? Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Oh Gott. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Okay. Der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Okay. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Okay. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Kendall. Kiss me, Kate. In der Promenade. Kiss me, Kate, in der Promenade. Schön. Once upon a time im Forum des Paradiso. Die Menagerie? Ich weiß gerade nicht, wie man das ausspricht. Bin komisch, egal. Im Weber-Theater. Okay, Lampe. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. So, nur Verkäufer geben wir dann eine Karte. Rachel's surrounded by so much love. Yet she seems so... alone. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts. Halt uns Hals und Beinbruch. Wir lieben dich. Mama und Papa. No. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Vielleicht können wir das benutzen. Cool light. Ich schalte es mal noch nicht ein. Kalender. Oh, ich kann Kaffee machen. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Ja, gute Noten kommen nicht von gleich. I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomie? Kräuterkunde. Wir machen nicht Kräuterkunde. Das kommt doof. Das kommt richtig doof jetzt in dem Moment, glaube ich. That's the one. Was? Warte, ich will es lesen. I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Where do babies come from? Show and tell. Okay. Okay, die Kamera hat sich gerade wieder sehr schnell gedreht. Leistungskostelein. A. Professionelle Exzellenz. Personifizierte Exzellenz, so rum. Das amerikanische Erlebnis. Also eins. Ausnahmslos, einsichtsreich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts 1, unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie 1, eine absolute Spitzenschülerin. Theater 1, sie ließ das Licht von Dionysus hell erstrahlen. Sport 1, makellose Beteiligung. Wir kriegen gute Noten für Beteiligung, das kriegen wir nicht. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Oh Gott. Okay. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Bros before Brownies? Was? Bros before Brownies. Erster. Nein. Macht das nicht Feuer nicht einen Tag, nachdem Firewalk hier gespielt hat aus? Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABF. Die sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann, keine Ahnung, wie lange es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium.
Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgegangen. Er hat losgelassen. 50% ernst gemeint. 50? Die Prescotts sind scheiße zwielichtig. Traurig. Traust du jetzt denen zu? Sie hatten vermutlich Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der Stadt verteilen. Höchst entzündlich. Ach, da drüben geht's. Ach ne, ich. Okay. Ich hab grad Wörter überlesen. Ein Drache mit Streichhölzern war es da oben. Ich habe nur mit Streichhölzern ihn gelehnt. Okay. Okay, Moment. Der Ding dahinter hat mich verwirrt. Okay. Wo waren wir jetzt? Ockhams Rasiermesser. Leute, nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was es seltsam angeht. Diese Stadt ist seltsam. Was gibt's sonst noch Neues? No for thing forever. Okay. Okay. Aber warum das warum männliche Models? Die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof aufgebaut. Oder etwa nicht? Friedhof der amerikanischen Urwälder. Und nein, wurde es nicht. Burn! Kapiert? Vorheriges Thema, Legalisierung von Marihuana in Oregon. Wie ihr euch beteiligen könnt. Nächstes Thema, Anstieg der Blackwell-Gebühren. Steht kurz bevor. Okay, ich würde jetzt erstmal sagen, wir beenden aber jetzt mal die Folge, weil ich habe gerade gesehen, wir sind schon über 30 Minuten. Das nächste Mal quatschen wir mit Rachel. Ich weiß, wir gucken uns sehr viel um und gucken uns alles an, aber wir müssen uns das nächste Mal noch einen Notfallkoffer angucken. Wir müssen noch mit Blumen und Bücher und Globus und Karte und Bild und Rachel. Wir haben noch ein bisschen was zu tun und wir müssen das Licht noch einschalten. Ich will das Licht einschalten, aber das machen wir nächste Folge. Gut. Diese Spannung ist in der nächsten Folge dann erst. Dann würde ich sagen, tschüss, auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao.